Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte eine neue Kurzwissen-Reihe starten, nachdem die anderen zwei, die ich jetzt bisher habe, also neben dem regulären Kurzwissen. Ich habe ja schon Alt-Wald-Kurzwissen, das ohne einen größeren thematischen Zusammenhang einfach kurze Videos enthält. Ne? Wenn ich mal irgendwas gefunden habe im Wald, wo ich der Meinung war, das Ganze mal kurz erklären. Und gut ist. Ne? Das gab es vorher schon. Dann hatte ich ja irgendwann mal beschlossen, dass ich mal aus Testzwecken dieses Gefahr im Wald-Reihe starte. So ein bisschen populäre Themen für jedermann. Ne? Also für die Leute, die nicht unbedingt Bock haben, sich gleich eine Stunde Monolog zu irgendeinem Thema in voller Tiefe entsprechend anzuhören. So war das gedacht. Einfach um noch ein bisschen mehr. Nicht unbedingt mehr Abonnenten zu kriegen, sondern einfach ein bisschen die Chance zu erhöhen, dass jemand über so ein leicht verdauliches Video auch Interesse bekommt an den etwas längeren Teilen. Das hat zum Teil jetzt auch funktioniert nachweislich, nach dem, was ich in den Kommentaren so lese. Und daher, ja, mache ich damit doch noch ein bisschen weiter. Werde noch ein paar mehr leicht verdauliche Häppchen eben entsprechend servieren, in der Hoffnung, dass dann ein paar von den längeren Teilen auch geguckt werden. Ja, nicht, weil ich unbedingt noch mehr Abonnenten brauche, das langt mir eigentlich inzwischen durchaus, sondern eher, wer das längere Zeug guckt, der kann vielleicht noch ein bisschen Begeisterung am Wald aufbauen und wird begeisterter Waldfreund und, ja, ne? Die richtige Sorte. Begeisterter Waldfreund. Man kann auch vom Wald begeistert sein und da trotzdem Quatsch drin anstellen. Aber gut, das gibt nicht viele Leute. Das sind so ein paar, ganz paar schwarze Schäfchen. Muss ja auch niemandem erzählen. Jo, und das ist eigentlich im Wesentlichen auch schon die Begründung, weshalb jetzt eben diese Reihe. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass deswegen nichts Langes mehr kommt. Ich habe nur momentan gerade ein kleines Kreativitätsloch. Es ist nicht so, dass mir keine Ideen mehr einfallen. Da gibt es genug. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Aber ich habe momentan ein bisschen Umsetzungsschwierigkeiten. Also die Muse. Videodreh ist auch ein kreativer Prozess. Und dafür braucht man eine gewisse Muse. Oder die Muse, je nachdem, was davon man jetzt auch immer, aber ne. Und jedenfalls die mich knutschende Muse, die fehlt mir gerade momentan so ein ganz kleines bisschen. Das war schon besser. Das gab aber immer mal wieder so Phasen zwischendurch, wo das so gewesen ist. Die sind dann immer mehr oder weniger irgendwann wieder vorbei gewesen und dann ging es wieder gut. Ich denke mal, das wird diesmal auch so sein. Tendenziell ist jetzt schon wieder besser, weil ihr seht mich ja gerade hier quatschen. Ne? Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Aber ja, war ein kleiner Durchhänger drin. Jetzt gibt es mal wieder ein paar Touren demnächst auch. Inwiefern ich die filmografisch festhalte, das weiß ich noch nicht, beziehungsweise über welche Medien ich die dann entsprechend veröffentliche und so weiter. Da muss ich mal schauen. Es wird auf jeden Fall Material bei rumkommen und dann geht es auch sicherlich wieder weiter und ich habe auch noch ein paar Ideen eben für entsprechend längere Videos, die dann eben für die Fraktion der Leute, die das längere Zeug auch gerne guckt, interessanter sein könnten. Ja, so ist der Plan. Das als kurze Einführung gedacht eben zu dieser Kurzwissen-Reihe. Ich dachte mal, ich hebe mal halt mal ausnahmsweise die Einführung auch kurz, wenn ich schon eine Kurzwissen-Reihe mache. Geplant ist thematisch jeweils Baumart. Wo findet man die Baumart? Nicht Bestimmung. Bestimmung müsst ihr woanders hernehmen. Es soll nur wirklich um den kurzen Überblick gehen, wenn man schon weiß, was ist das für ein Baum, dass man die Bestimmung schon drauf hat. Sonst, wie gesagt, nehmt ihr euch die woanders her. Ich habe auch Bestimmungsvideos oder die Langvideos zu den jeweiligen Bäumen. Da kriegt ihr auch jeweils noch ein bisschen mit Bestimmung mit reingewirkt. Es soll nur darum gehen, nur mal kurz zum Rekapitulieren. Man weiß, wie das Ding aussieht, aber wo stehen die nochmal üblicherweise rum? Und wenn ich sie gefunden habe, was kann ich damit jetzt nochmal ungefähr machen? Also einfach so als Videonachschlagewerk. Wäre das nicht sinnvoller, das Ganze in schriftlicher Form abzuliefern? Jein. Es gibt ja auch Leute, die sich sehr wohl sehr gut durch eben Vorträge, also jemanden, den man angucken kann, der einem was erzählt, lernen und sich das im Hirn eben entsprechend besser merken können, als wenn sie es lesen. Dann lesen sie es und dann haben sie es wieder vergessen. Und ja, so gesehen ist das, denke ich, noch eine zusätzliche Möglichkeit eben für die Leute, die eher audiovisuell lernend sind und sich das besser merken können, wenn ich ihnen eben im üblichen Ben-Stil erzähle. Könnte ja sein, dass das fünf Leute betrifft und wenn es fünf Leute betrifft, dann langt mir das auch schon als Begründung. Ne? So, und ich wollte das Einführungsvideo ja kurz halten, das heißt, es ist an dieser Stelle auch schon wieder vorbei. Ich habe noch Licht für ein bis zwei kleine Videos und die werde ich auch noch schnell durchziehen und dann ist das Licht auch schon wieder weg und ja, hartes Schicksal im Winter, ne? So, macht's gut und bis gleich.